Am 27. Jänner soll das Staatsschutzgesetz im Nationalrat beschlossen werden. Im Interview erklärt Innenministerin Mikl-Leitner, hier entstünde kein Geheimdienst. Das heißt, es war von Anfang an und aufgrund der Diskussion wichtig, dass wir nicht zu einem Geheimdienst werden, sondern dass wir seitens des Staatsschutzes weiterhin polizeiliche Behörde bleiben. Was ist denn die Aufgabe eines Geheimdienstes? Der Geheimdienst hat per se Informationen zu beschaffen, aber nicht anzuzeigen. Wir als polizeiliche Behörde haben die Aufgabe, Gefahren abzuwehren, Informationen, Ermittlungen voranzutreiben, all diese Informationen der Justiz zu geben, damit dann eben justiziell entschieden werden kann. Das heißt, von uns erfolgt auch die Strafanzeige. Und das ist der ganz große Unterschied. Wir bewegen uns nie in einem Graubereich, so wie wir die Problematik in Deutschland haben. Der Staatsschutz sammelt die Informationen und übergibt sie der Justiz. Deswegen sei er kein Geheimdienst und es gebe keine Graubereiche. Doch fragt man den Chef des BVT, klingt die Sache ganz anders. Thomas Jung, Arbeitsvorratsdatenspeicherung. Ich hätte nur eine Nachfrage zum Herrn Kriedling. Sie haben gerade die internationale Geheimdienstkooperation als einen Grund genannt, wieso dem Rechtsschutzbeauftragten die Auskunft verweigert werden kann. Hat Österreich Geheimdienstkooperationen, die einen Rechtsschutz ausschließen oder in diesem Sinne auch die Transparenz gegenüber Kontrollorganen prinzipiell ausschließen für die Geheimhaltung? Nein, es gibt also keine solchen Abkommen, aber es ist international üblich, egal ob im polizeilichen Bereich oder im nachrichtendienstlichen Bereich, dass Informationen unter einem Eigentumsvorbehalt stehen und nur unter diesem Vorbehalt überlassen werden. Das bedeutet, dort gibt es eine Klausel, die steht, die Information wird ausschließlich zu diesem Zweck übermittelt. Jeder weitere Verwendungszweck obliegt unserer Zustimmung. Das bedeutet, wenn wir eine solche Information haben und diese Information für ein Verfahren relevant ist, müssen wir verhandeln, ob wir diese Information dafür verwenden dürfen oder nicht. Das sind internationale Standards beim internationalen Informationsaustausch und die müssen wir berücksichtigen. Etwas später. Und es ist durchaus der Fall, dass eine Information zum Zwecke der Aufklärung einer Straftat oder der Verhinderung einer Straftat unter einem solchen Vorbehalt steht und dass wir die dringendst für ein Strafverfahren brauchen würden, aber dass wir dafür keine Genehmigung bekommen. Wir tauschen also Daten mit anderen Geheimdiensten aus und wenn wir Glück haben, darf unsere Justiz diese verwenden.